Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Die Familie ist der absolute Kern der Gesellschaft. Wenn eine Familie gut miteinander funktioniert, jeder seine Aufgabe erfüllt, jeder seine Verpflichtungen erfüllt und seiner Aufgabe nachgeht, dann führt dies dazu, dass auch die Gesellschaft besser funktioniert. Familien, die nicht gut zusammenarbeiten, wo die Aufgaben nicht erfüllt werden, bei denen die Verantwortung nicht richtig erfüllt werden, kommt es dazu oder führt es dazu, dass auch in der Gesellschaft das zu einem negativen Einfluss führt. Das heißt, die Familie ist die Basis und das Fundament der Gesellschaft und dieses Fundament hat selber nochmal ein Fundament, das sehr stark sein muss und auf starken Prinzipien vor allem auch aufbauen muss. Und ohne Zweifel ist das beste Beispiel, das wir haben als Muslime oder als Menschen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und zwar hat er, abgesehen von seinen großen Aufgaben, die er hatte, er war Prophet. Das heißt, er hat die Botschaft Allahs an die gesamte Menschheit übermittelt. Nicht nur an die Araber, sondern er hat sogar Briefe schicken lassen an die Herrscher der umliegenden Herrschaftsgebiete. Er hat wichtige Arbeit geleistet, politisch wie auch sozial und in allen Bereichen ein offenes Ohr für jeden gehabt, aber trotzdem hat er niemals seine Familie vernachlässigt. Und wie er mit seiner Familie umgegangen ist, ist für uns eben dieses Fundament, das wir in unserem Leben verinnerlichen sollten, sodass wir danach leben und auch dadurch dazu in der Gesellschaft beitragen. Und zwar hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu jedem Mitglied seiner Familie eine besondere Beziehung. Da er schon als Halbwaise geboren ist, hat er nicht die Möglichkeit, seinen Vater kennenzulernen, persönlich. Und seine Mutter starb auch bereits im Kindesalter. Und auch sein Opa, der sich um ihn gekümmert hat, verstarb auch, als er noch sehr jung war. Aber selbst ihnen gegenüber hat er stets eine Dankbarkeit in sich getragen für das, was sie für ihn getan haben. Und später, als er bei seinem Onkel Abu Talib lebte, kümmerte er sich auch um ihn und er sich um ihn. Also sie haben sich gegenseitig unterstützt. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Prophet wurde, hat er natürlich auch, er war bereits verheiratet. Das heißt, er hatte Khadija radiallahu anha, seine erste Ehefrau, mit der er auch sehr lange verheiratet blieb, bis sie verstorben ist. Und als er die Botschaft bekam, dass er als Prophet ernannt wurde, hatte er natürlich sehr viele Sorgen. Aber Khadija radiallahu anha hat den besten Menschen vor sich gesehen. Sie hat die besten Charaktereigenschaften gesehen, sodass sie ihn getröstet hat. Du kümmerst dich um die Armen, du trägst die Lasten für die, die nicht dazu in der Lage sind und so weiter und so fort. Du pflegst die Familienbande. Das heißt, Khadija radiallahu anha hat diese schönen Eigenschaften des Propheten aus ihm gesehen, was sehr für ihn spricht, wie er zu Hause war. Denn wie unsere Familienmitglieder über uns urteilen, sagt sehr, sehr viel darüber aus, wie wir eigentlich sind. Denn draußen ist es leicht, ein gutes Image zu vermitteln, dass die Leute gut von uns denken. Es gibt Personen, die regelmäßig in die Moschee gehen, aber zu Hause die größten Tyrannen sind. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Unsere Religion besteht ohne Zweifel aus Ibadat. Das heißt, das regelmäßige Beten in der Moschee ist etwas, was empfohlen wird, betont wird und wir uns Mühe geben sollten, es zu tun. Natürlich in Zeiten von Corona haben wir da etwas Schwierigkeiten, aber sobald es sich wieder normalisiert, sollten wir versuchen, die Moscheen zu beleben. Aber gleichzeitig sollten wir nie vergessen, dass der wahre Maßstab für unsere Religion das ist, wie unsere Familie über uns denkt, die, die mit uns leben, weil ihnen können wir nichts vormachen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte eine sehr besondere Beziehung, also zu seinen Ehefrauen, wie auch zu seinen Kindern, wie auch zu seinen Enkeln, und auch zu der weiteren Familie, zu seinen Onkeln gegenüber, seinen Tanten. Vor allem fällt auf, wie liebevoll er mit seinen Frauen umgegangen ist. Das Wort Gewalt war niemals ein Thema. Es wird ganz ausführlich überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam niemals seine Hand gegen eine Frau erhob. Und das ist ein Standard für uns, den wir einhalten, der ganz klar und auch vom Common Sense her gegeben ist. Und leider sehen wir in einigen Kulturen, dass das eben nicht mehr gegeben ist, dass dieser Achlak des Propheten sallallahu alaihi wasallam verloren gegangen ist und dieser Respekt gegenüber den Familienmitgliedern.
Und der Prophet sallam sorgte sich natürlich um seine Familienmitglieder im weltlichen Sinne wie auch im jenseitigen Sinne. Was ist damit gemeint? Er kümmerte sich um seine Familie, indem er für sie sorgte, finanziell, dass genug Essen und Trinken vorhanden war, eine Unterkunft und so weiter und so fort, ohne in Luxus abzuweichen. Der Prophet sallam, trotz all seiner Möglichkeiten und seiner großen Gefolgschaft, zog er es vor, bescheiden zu leben. Und das ist auch eine sehr große Besonderheit unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber er kümmerte sich um seine Frauen. Die weltlichen Bedürfnisse waren abgedeckt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat außerdem gemäß dem Befehl des Korans وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, also befehle deiner Familie das Gebet und sei geduldig und standhaft darin, hat er auch darauf geachtet, dass seine Familie eben ihre religiösen Pflichten erfüllt. Das heißt, mit Liebe und Barmherzigkeit hat er neben der Erfüllung seiner weltlichen Pflichten gleichzeitig auch seine jenseitigen Pflichten erfüllt, indem er dafür gesorgt hat, dass die Familie ihre Pflichten, also religiösen Pflichten, erfüllt hat. Sei es das Gebet, sei es zusätzliche Gebete in der Nacht. Er hat seine Familie dazu angespornt, immer mehr zu tun, damit sie gemeinsam immer mehr gute Taten sammeln, damit sie auch im Jenseits gemeinsam sind. Und das ist eine Besonderheit, die wir uns alle zu Herzen nehmen sollten. Und selbst im Bereich Entertainment, also natürlich haben die Sahaba und der Prophet sallam nicht so viel Zeit mit Entertainment verbracht, wie wir es heute tun. Heute leben wir in einem Entertainment-Überschuss. Aber ein gesundes Maß gab es auch damals. Der Prophet sallam hatte zum Beispiel am Eid, also am Bayram, eine Gruppe von Abyssiniern in der Moschee, die mit Speeren Kampf-Kriegstänze gemacht haben, sozusagen. Und der Prophet sallam hat gemerkt, dass Aisha radhiyallahu anha sich das gerne angeschaut hat. Das war sozusagen eine Art Entertainment. Und sie hat ihren Kopf auf seine Schulter gelegt. Und der Prophet sallam hat sie mit einem Tuch bedeckt, damit sie ihr Hijab sozusagen geben ist. Wie ihr wisst, war die Wohnung von Aisha radhiyallahu anha direkt mit der Moschee verbunden. Das heißt, an der Tür haben die beiden zugeschaut. Und Aisha radhiyallahu anha hatte ihren Kopf auf seiner Schulter. Der Prophet sallam hat gewartet, bis sie genug hatte, bis er gegangen ist. Das heißt, auch in diesem Sinne war der Prophet sallam sehr einfühlsam und respektvoll. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat aber natürlich dennoch seine Autorität zu Hause bewahrt und auch dafür gesorgt, dass alle ihre Pflichten einfüllen, dass jeder das tut, wofür er von Allah verpflichtet wurde und sich um seine Herde kümmert. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Jeder von euch ist ein Hirte und jeder von euch ist verantwortlich für seine Herde. "Warajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Der Mann ist ein Hirte in seiner Familie und er ist zuständig für seine Herde. "Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha." Und die Frau ist eine Hirtin im Haus ihres Mannes und sie ist verantwortlich für ihre Herde. وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْعُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Und selbst der Diener oder der Arbeiter ist ein Hirte für den Besitz seines Meisters oder seines Chefs im heutigen Sinne und er ist verantwortlich für seine Herde. Das heißt, jeder hat seine Verantwortung, jeder ist ein Hirte und verantwortlich für seine Herde. Und das sollten wir sehr verinnerlichen. Der Prophet hat aber natürlich auch manchmal familiäre Konflikte, also wo er zum Beispiel mit seinen Frauen einen Konflikt hatte. Aber der Prophet hat, wie gesagt, niemals seine Hand erhoben oder seine Stimme erhoben, sondern er hat sich zurückgezogen. Im Koran kommt das auch vor mit dem Wort El-Ila. Man kann sich darüber noch mehr durchlesen. Der Prophet hat sich einfach zurückgezogen, bis sich die Sachen gelegt haben. Und dann ist er zurückgekommen und dann ging das Leben normal weiter. Das heißt, eine Ehe besteht aus Verantwortung und Pflichten im weltlichen Sinne, wie auch im jenseitigen Sinne. Und man sucht immer Wege, wie man die Harmonie in der Familie etabliert. Seine Tochter Fatima radhiyallahu anha war immer mit ihm. Sie hat ihn immer supportet und der Prophet hat sie immer dafür geschätzt. Sie wird sogar als Ummu Abiha bezeichnet, als Mutter ihres Vaters, weil sie sich so um ihren Vater gekümmert hat. Und der Prophet sallam, wenn Fatima radhiyallahu anha reingekommen ist, ist der Prophet sallam aufgestanden aus Liebe und Respekt vor seiner Tochter. Und sie hat dasselbe getan, wenn der Prophet sallam reinkam. Wenn der Prophet sallam
die Niederwerfung gemacht hat, die Sajda gemacht hat, sind manchmal seine Enkel auf ihn drauf geklettert. Einmal waren sie so lange auf seinem Kopf, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht hochgehen konnte von der Sajda, dass die Sahaba dann gefragt haben, ist was passiert, wurden dir Verse offenbart? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, nein, mein Enkel hat sich nur auf meinen Kopf gesetzt und ich wollte warten, bis er seinen Spaß hatte, damit ich dann aufstehen kann und weiter beten kann. Oder selbst bei der Khutba, eines der wichtigsten Symbole und Pflichten und Veranstaltungen des Islams sozusagen, ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von der Minbar, von der Kanzel runtergekommen, um seinen Enkel zu küssen. Und er hat nochmal betont, wie sehr er sie liebt. Das heißt, er hat einen sehr liebevollen Charakter, aber gleichzeitig hat er sich natürlich nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Und das ist eine Einstellung, die wir alle haben sollten, dass wir unsere Pflichten erfüllen, aber dabei niemals von Liebe und Barmherzigkeit und Zuneigung einen Rückschritt machen. Im Koran heißt es, استعيذ بالله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Und für euch ist im Gesandten Allahs ein schönes Beispiel für diejenigen, die darauf hoffen, Allah zu treffen und auf den jüngsten Tag hoffen und diejenigen, die Allah viel gedenken. Der Prophet sallallahu alaihi sagt: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم. Der vollständigste der Gläubigen ist derjenige, der den besten Charakter hat. Und der Beste von ihnen ist der Beste gegenüber seinen Frauen. Das heißt, diejenigen, die ihre Frauen am besten behandeln, sind die besten Gläubigen. Und das ist eine sehr, sehr starke Aussage, vor allem, wenn man bedenkt, in welcher Gesellschaft der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gelebt hat, in dem auch Frauen hinabgeschaut worden sind. Er hat die Frauen geehrt und den Akhlaq des Mannes daran festgemacht, wie er seine Frau behandelt. Und deshalb sollten wir uns ein besonderes Beispiel an ihm nehmen. Das heißt, wir sollten bis zum Detail in unserem Leben eben diese Sunna, diese Lebensweise des Propheten sallallahu alaihi wa sallam etablieren, vor allem in unserem Familienleben und dadurch unser Glück suchen. Weil jeder Versuch, eine glückliche Familie zu führen, ein glückliches Leben oder Familienleben zu führen, außerhalb dieses Rahmens der Sunna, kann eben zu keinem Glück führen. Und uns sollte bewusst sein, dass wir gegenüber unserer Familie weltliche Verpflichtungen haben, aber auch jenseitsbezogene Verpflichtungen. Und dass wir ein ausgeglichenes Maß haben sollten zwischen Strenge, aber auch locker sein, zwischen Entertainment und Ibadah. Das heißt, wir sollten einen gesunden Maßstab haben, nach dem wir uns richten können. Und die Behandlung jeder einzelnen Person in der Familie hat seine Sunna. Wie wir uns gegen unsere Frauen verhalten, Frauen natürlich gegenüber ihren Männern, gegenüber unseren Kindern, Enkel, auch Eltern und Geschwister und so weiter. Und all dies sollten wir tun, indem wir schauen, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Probleme oder diese Herausforderung bewältigt hat. Walhamdulillahi rabbil alamin.